Herzlich willkommen hier bei MDKers. Jawohl, ich bin bei Murat. Murat hat einen Tag Zeit. Ich sag, Murat ist fertig. Ja, fast. Komm, also, komm mal rein, Tui. Zeig mal jetzt hier, was das hin kann. Wallabak, also, das habe ich jetzt auch nicht gedacht. Das ist nochmal so ein Finish. Rechts mit der Tür. Also, ihr seht ja, das Licht ist aus, weil die Tür auf ist, ne? So. So, wir machen die Tür zu. So. Ah, jetzt geht's. Und das Gute, er hat auf dem Boden die LEDs noch verlegt. Finde ich richtig schön, oder? Ja. Richtig gut, schön geworden. Fernseher ist auch da, ist noch nicht angeschlossen, aber der Fernseher reicht. Der ist riesig, Schatz. Der reicht, oder nicht? Der ist riesig. Guck mal, du sitzt jetzt hier hinten. Schön, kann man schön was gucken. Ja. Auf jeden Fall, richtig schön. Und wenn du es nicht brauchst, mit der Beleuchtung auch richtig schön geworden. Du weißt, diese Beleuchtung ist mit dem Türdings, ne? Ich weiß, ja, ist mit dem Tür. Also, eins muss ich sagen, bis jetzt nice, ne? Aber ein bisschen enttäuscht bin ich schon, weil er hat jetzt hier durch meine Abonnenten alles liegen lassen und die ganzen Abonnenten macht er jetzt. Und mich hat er da ein bisschen so hängen lassen, ne? Also, ihr werdet das nicht glauben. Wir gehen gleich mal raus und zeigen euch mal. Und da auch noch mal. Jawohl, komm, wir gehen mal raus, gucken mal. Ein Abonnent oder ein Zuschauer, Schatz? Oder ein... So, komm, ich kann nicht mehr, hier ist es voll heiß. So, da ist noch nicht fertig. Das auch noch leider nicht. Aber alles gut, wir warten. So, dieser Junge ist ein Abonnent von mir, aber er hat auch einen Fluch von mir, weil durch ihn liegt mein Auto, ist noch nicht fertig. Der hat sich vorgedrängelt, aber komm. Ja, Murat, geiler Typ. Auf jeden Fall. Er ist wirklich ein ganz, ganz nice Typ. Ich gönne ihm das auch. Und guck mal, was sie hier. Ich habe deinen Namen noch nicht da. Ey. Metahan, guck mal, was hier Murat gezaubert hat. Ey, aber er hat hier ja auch gemacht. Ja, die Mittelkonsole. War mir auch sehr, sehr wichtig eigentlich. Ich finde. Weil das habe ich noch nicht gesehen. Die Farben hier. Also wirklich, ne, richtig tolle Farben. Und von abends kannst du so hell nicht fahren, Metahan. Nein. Du musst runterziehen. Ja. Aber ich finde, er macht das auch schnell. Und preisgünstig, muss ich jetzt sagen, wirklich. Ne? Sag mal offen, was das hier ist, was gibt's ihm? Ich gebe dem jetzt 8.000. Also, ich bitte dich, 8.000 Teller. Ich habe viele Bekannte, 15, 16, 13, 14, wollen die alle haben, die gleichen Dinger. Ne? Und er ist schnell, er macht das auch flott. Du, das sieht aber auch richtig schick aus. Wir haben den Wagen um 12:30 abgegeben, jetzt haben wir... Also in 5 Stunden hat er das fertig gemacht, ne? Ich finde, feier ich auf jeden Fall, sieht so schön aus. Hat er euch auch die Taschen, habt ihr die auch gemacht? Nee, die Taschen waren mir persönlich zu viel. Okay, dann musst du auch Geschmackssache. Genau. Aber Metan, wirklich schick geworden. Hast auch ein schickes Auto. Ja, schönes Auto. Schönes Auto. Was für eine Maschine? 2,2er. Okay, also reicht doch. Der braucht auch wenig. 6 Liter maximal. Geil, dann bist du schön kostengünstig hergekommen, ja. Ne? Metan, 2,5 Tankfüllungen. Wirklich? Ja, ja. Mit 2,5 Tankfüllungen von Deutschland. Okay, hast aber vielleicht einen großen Tank. Nein, hat er nicht. Nee, aber der schluckt ja 66 Liter. Passt doch gut. Also bis nach Istanbul, ne? Und von Istanbul aus, ja, auch nochmal einen Tag. Aber das war's. Weißt du, was mich immer wundert? Dass die hier die neuesten Dinger hier einbauen. Die machen Android. Die machen irgendwie, ich habe letztes Mal einen gesehen, die machen diese elektrischen, weißt du, die hier rausfahren, weißt du? Ja. Wenn du Tür aufmachst zum Einstieg. Also ich finde, unglaublich, denkt man gar nicht, dass aus so einem Laden so viel Technik rauskommt. Also in Deutschland, keine Ahnung. Also ich habe meine Ambiente machen lassen in Deutschland 7,99. Wirklich, ne? Und, also ich will nichts dazu sagen. Ich hätte keine 800 bezahlt, Digga. Du, in Deutschland. Auf keinen Fall. Und mein Kollege hat es umsonst gemacht, habe ich gesagt, ist okay, aber 800 hätte ich nicht gezahlt. Ich habe bei einem angefragt, der ist so recht bekannt in Deutschland. Ich okay, da machen keine Namen. Der hat mir 1.400 Euro. Das? Hart, ja, wirklich hart. Also wirklich unglaublich. Ne? Und ich glaube immer nicht, dass es viel besser ist als das, was er gemacht hat. Du hast ja Original-Ambiente gehabt. Oder hast gar kein Ambiente gehabt? Ah, okay, weil das Ding ist, die meisten haben ja Originalambiente mit den wenig Lichtern. Genau. Da baut er die auch ein. Aber das sieht so Dings aus, krass, also dass du noch nicht mal das merkst. Ne? Mhm. Super Arbeit, Metan. Freut mich. Du, nächste Woche geht zurück. Ein paar Tage Istanbul. Genau. Ja, freut mich, war nett, dich kennenzulernen. Dann sag ich mal, ich hoffe, ja, ich hoffe doch. So, liebe Freunde, ich bin hier in der Türkei, in Sanay bei Salih Usta. Bei meinem Auto muss ein paar Sachen gemacht werden. Auto ist seit 1,5 Jahren hier in der Türkei. Ich habe ihm gesagt, kannst du mit der Auslese, ein paar Fehler sind rausgekommen. Er sagt, ja, womit denn? Ich hole mal den Elektriker, der das Auslesegerät hat. Ich sag, nee, komm, lass mal, brauchst du nicht. Ich hab was mit. Fali! Wir stecken das Ding ganz normal hier einfach in den OBD-Stecker rein. So, dann gehen wir einfach rein. Ja, liebe Freunde, in den südländischen Ländern, nicht jeder hat so ein OBD-Auslesegerät. Deswegen, jeden Urlaub habe ich meinen Kali-Adapter immer mit dabei. Ihr seht das, ich habe nachgefragt, er sagt, er muss jetzt was Bescheid sagen, einer muss herkommen. Ich sage, du komm, lass mal, ich habe das ja. Ganz normal, Zündung an, OBD-Stecker rein, einmal mein Handy-App aufmachen. Wir gehen rein.
habe ich natürlich gespeichert. Kali. So, das Auto habe ich noch nicht drin, weil das Auto ist seit eineinhalb Jahren in der Türkei. Den benutze ich im Urlaub. Ich gebe jetzt die Daten von dem Auto ein. So, liebe Freunde, ganz normal einmal reingegeben, mein Auto eingegeben. So, er sucht jetzt mal. Ich mache mal komplett einmal einen Check. Und dann schauen wir mal, was wir Fehler haben. Seit eineinhalb Jahren habe ich dieses Auto nicht ausgelesen. Einfach einmal eine Diagnose durchführen. Schauen wir mal, was unser Auto hier so hat. Liebe Freunde, ich sage das immer wieder. Man ist unterwegs, man ist mit so einem Auto unterwegs. Es geht im Notprogramm rein. Es kann immer was passieren mit so einem Auto. Ne? Und es ist manchmal auch ganz was Einfaches. Einfach reingehen, einmal mal die Fehler zurücksetzen und auch mal eine kleine Diagnose machen. Es hilft schon wirklich viel. Ne? Wir haben auch die Smart Mechanik, die werde ich euch auch natürlich vorstellen. Es ist ein toller Reisebegleiter, wirklich, ne? Klar, in der Werkstatt haben die Leute auch tolle Geräte, aber dieser Kali-Adapter, der kann für den Otto-Normalverbraucher wirklich, wirklich viel bringen. Wir lesen jetzt mal alles aus und schauen wir mal. Unglaublich, wir haben einen Fehler in dem Ding. Was, nicht mal was Wildes, kann Gateway. Also unglaublich, das Auto ist seit eineinhalb Jahren hier und wir haben einen einzigen Fehler hier drin. Was haben wir hier? Zusatzheizung, okay. Oh, wirklich gut. Guck mal, zuletzt aufgetrieben bei 248. Guck mal, was er jetzt gelaufen hat. 279, also kann sogar in Deutschland der Fehler sogar gewesen sein. Ne? Unglaublich. Wir können auch mal bei der Smart Things gucken. Wie heißt Smart Mechanik, können wir mal gucken. Ja, so. Kodieren kann man auch. Ja, können wir hier was kodieren an dem Auto? Ja, klar. Okay. Also, wie gesagt, bei VW und Mini und BMW Modellen können wir auch viele Sachen kodieren. Wir löschen einfach mal den Fehler jetzt mal hier. Ganz einfach auf Löschen drücken. Ein Fehler ist hart nach der Zeit. Und guck mal, der ist bei 248 aufgetreten, wir haben fast 280. Ich habe mich jetzt gefragt gehabt, können wir einmal auslesen, hat Zalikus da gesagt, in der Türkei, leider habe ich kein Gerät, ich muss den Elektriker holen. Ich sage, warte, ich habe Kali, wir können es gerne machen. Wir können hier auf jeden Fall was kodieren, wir gehen mal hier rein, einfach auf kodieren und weiter. Also ich habe gesehen, viele in der Türkei haben US-Standlichter, das könnte man natürlich hier auch verwirklichen. Ne? Das könnten wir alles machen. Alle, wie gesagt, mit Kali kann man auf jeden Fall VW, weiß ich, Mini, BMW können wir auch viele Sachen kodieren. Mercedes leider nicht, aber ansonsten so die meisten geht. Ich sage, ich habe das schon jetzt öfter gesagt gehabt, wenn man unterwegs ist, so ein Kali-Adapter ist wirklich top. Ja, also wir haben hier jetzt gefunden, zum Kodieren den Tacho. Das Backup haben wir schon, hat er eben gemacht. Ah ne, macht er jetzt ganz schnell. Ne? Ja, Backup geht auch schnell. Yeah. Also wie gesagt, mit vielen Autos kann man was kodieren und ein paar Autos kann man nicht kodieren. Aber man kann in jedem Auto auslesen, was machen. Wie gesagt, 100%. Aber Jan, stell dir vor, wir fahren Notprogramm. Auto fährt nicht mehr. Ich habe so viele unterwegs unter Silla-Jolle gesehen, dass die Leute liegen geblieben sind. Wir haben auch ein paar Mal geholfen, einfach mal ausgelesen, den Fehler zurückgesetzt, bis zur nächsten Werkstatt gefahren oder auch mal direkt gefahren. Also mit dem Rabattcode von MT-Cars habt ihr nochmal 15% auf den Kauf. So, liebe Freunde. Guck mal, Sitzcode Erinnerung, das machen wir jetzt hier nur provisorisch aus. Wischwasserwarnung lassen wir natürlich an. So, zum Beispiel, jetzt haben wir einfach mal den Gurt ausgemacht. Wir probieren, ob das jetzt klappt. Genau. Also, jetzt starten wir mal. Und er piept nicht mehr. Erfolgreich. Mach mal aus. So. Normalerweise vorher hat er direkt gesagt, anschneiden. Genau. Also, wir haben jetzt provisorisch erstmal das Ding zurückgemacht. Klar, die Bremsbelag und Kennzeichen leuchten. Wir haben LED-Kennzeichen, die können wir leider nicht wegmachen. Und Bremsen sind runter, die müssen wir jetzt mal erneuern. Ne? So, Freunde. So, ich habe wieder mal schnell geholfen mit Kali an Bord, so ein kleiner Adapter. Ich habe die Fehler zurückgesetzt, eineinhalb Jahre ein Fehler, geiles Auto, muss ich sagen, super, super, super. Ich finde, jeder muss so ein Ding dabei haben. Es schadet wirklich nicht, jeder kann es bedienen. Es ist so ein kinderleicht und ihr unterstützt auch meinen Kanal. Mit meinem Code MTCars habt ihr nochmal 15% beim Erwerb von einem Kali-Adapter. Er macht das ja auch richtig gut, muss ich jetzt sagen. Ne? Und wenn da ein paar reinschreiben, ey Mehmet, du bist wieder Boss hier drin. Und was. Alter, das hat mit Boss doch nichts zu tun. Guck mal her, Freunde. Ich komm. Hallo, er ist Mr. Silla-Jolo. Ich zahle nicht weniger als die meisten Leute, sogar mehr, oder nicht, Schatz? Ne? Wo ich dann sage, hey, Lawson, ich gebe dir sogar mehr Geld oder was. Ne? Ich werde es nachher euch auch mal vorrechnen, wie viel ich bezahlt habe. Es ist nicht so, dass ich hier Aufträge vermittle. Ich mache das alles kostenlos. Ich mache das für meine Community. Ich tue das für Murat, für Ahmed und für Emrach. Alle leben was davon, alle haben was davon. Ich mache ein paar Videos. Er hat hier ein paar Aufträge, wo er Geld verdient. Die anderen haben auch Aufträge, wo die Geld verdienen. Es ist ein Win-Win. Und wenn ich herkomme, mich wohlfühle, dann weiß ich auch, dass ich hier auch mal mecke, also mal bla bla mache. Aber ich meine das auf lustig, ich meine das auf ernst. Ich mag die Leute. Sonst hätte ich auch gesagt, ist mir doch egal, geh doch auf dein Auto machen, wo du willst, Schatz. Ja. Wie gesagt, viel, sorry, also konnten wir ja, jetzt... Ja, aber ich finde, das ist ja auch, sag ich mal so, wenn du ein Normaler wärst, und siehst, oh, guck mal, ja, der Laden macht das gut. Weißt du, was ich meine? Es ist doch schön, du bist ja sozusagen der Testkäufer. Quasi, ja, ich bin immer als Erster hier und dann bewerte ich die Arbeit von denen. Genau. Und dann, aber ich spreche aber auch von meiner Arbeit. Ne? Also nicht, dass es dann heißt, mir hat es nicht gefallen, da kann ich auch nichts dafür. Ich mache das ja nicht selber. Ich mache das ja,
bei mir ist es dann okay, aber die meisten, die hier sind, bis jetzt habe ich gute Erfahrung jetzt gemacht. Ich mag das Auto, wird immer besser, immer besser. Auch jetzt hier, jetzt ist, also guck dir das mal an. Stell dir vor, wir fahren jetzt, guck mal, aber ich mache mein Bett raus beim Fahren. Ja, ja, klar. 100%, wir machen das Bett. Das Ding werde ich wieder umdrehen, weil beim Fahren, rückwärts fahren ist immer ganz blöd. Ne? Das ist immer schön, wenn er auch umgedreht ist. Wir haben unseren Kühlschrank, wir haben den Fernseher drin. Morgen ist komplett mit Lenkrad, mit Ambiente vorne, mit Ambiente hinten. Dann wird er richtig schickimicki sein. Und dann sind wir auch vielleicht hoffentlich stolz, dass der Innenraum komplett vom Feinsten fertig ist. Ja, das ist das Ziel. Ich meine, okay, wenn der Sitz umgedreht ist, dann geht die Klappe auch ganz normal und zu. Und ich finde, eine riesen Aufwertung von innen. Mann, das Auto war innen Schrott, der Teppich war voller Flecke. Alles war kaputt, alles war gebrochen hier in dem Autoschatz drin. Ja? Mhm. Die Sitze ausgelutscht. Ich finde, es sind Welten. Alter, du sitzt hier drin wie ein neues Auto. Und das Ding hier feiere ich auf jeden Fall. Jetzt erzähle ich auch, warum ich das feiere. Ich habe so viele Autos mit Sternenhimmel. Der 7er, Jan Seiner, die S-Klasse, alle haben Sternenhimmel. Zeig mir ein Auto, der sowas hat. Und wenn mir das nicht gefällt, mache ich das Ding aus. Ganz einfach, Schatz. Ja, oder du ersetzt das durch ein normales Plexiglas. Ich kann machen, was ich will, oder nicht, ja? Hoppa, wollen wir mal gucken hier. Für was ist denn das? Ach, das ist hier. Für welche Scheiße ist das? Keine Ahnung. Müssen wir noch mal fragen, für was also, ist das? Wie gesagt, heute konnten wir nicht viel sehen, nur die hintere Ambiente. Vorne muss er auch noch was machen, er will heute Nacht durchziehen. Ja, Murat, du musst Nachtschicht machen. Wir wollen Samstag, Sonntag wollen wir nach Hause, Freunde. Das heißt, er muss heute fertig werden. Morgen geht das Ding zu Ahmed. Bei Ahmed wird nochmal diese Linie gemacht, nochmal sauber gemacht, alles finished. Und Samstag ist das Ding komplett finished. Dann mache ich auch mal eine Endvorstellung von diesem Auto. Zeig, was die Karre hat, oder? Jo. Genau, okay. Lenkrad? Nein. Noch nein, noch gar nichts. Nein. Ich habe vorhin nicht drauf geachtet. Leider nein, Schatz. Ah ja, ist so. Genau, egal. Für die Abonnenten. Für die Abonnenten. Ja, muss wegpoliert werden. Oder? Ja. Yapmış da daha dün ikininden üzerinde. Ya Schatz, warum habe ich die Arschkarte hier? Ja? Eigentlich muss ich sagen, ja, normalerweise musste mein Auto Vorrang vor all den Autos haben. Ja? Er nimmt mich hops, wirklich, er nimmt mich hops, oder? Er denkt sich, ach, der Mehmet Abi hat keine Zeit. Keine Ahnung oder sowas, ne? Denkt er sich. Okay, bis jetzt innen sieht er lustig aus, muss man sagen. Ich habe eine Stelle noch gefunden, keine Ahnung, wie er das hier macht. Ja, hier muss er noch mal gucken, wie er das Ding hier noch mal richtig reinmacht. Weil das sieht dann irgendwie nicht so schön aus, siehst du? Ah, da, ein Dings. Ja, der muss ein bisschen rauskriegen. Genau, der muss, aber er sagt, die machen hier nochmal rein, kleben den fest. Ja. Aber sieht schon aus, also die Linien drin sehen gut aus. Das können wir auch noch ab, also das ist ja, kann ich ja auch ausmachen. Aber Ambiente sieht gut aus. Das hat aber ganz schön viel Fernbedienung hier. Ja, Monitor ist auch dran, tick zu groß der Monitor, aber naja, es kann nie zu groß sein. Ne? Das Blöde ist natürlich, weil ich den hier jetzt nicht umklappen kann. Weil ja, du musst natürlich den Sitz hier. Er berührt ihn hier, genau. Siehst du, ne? Ja. Er berührt ihn, aber da macht er schon was, oder? Da wird schon wieder was passieren. Ja, dann klappen wir den um. Ist ja nicht so, dass wir den ganzen Fernseher gucken, nein, Schatz. Nein. So, langsam ernährt sich das Eichhörnchen, aber nicht unser Eichhörnchen. Unser sondern Murats Eichhörnchen ernährt sich. Und ein paar haben ja auch bei mir reingeschrieben gehabt, ey Memo, Alter, wie gehst du mit den Leuten um? Tschüss! Wie gehst du mit den Leuten um? Ich gehe sehr nett mit den Leuten um. Ich bin wie der große Bruder von denen, ne? Liebe Freunde. Ich bin, ich mache ein paar Witze hier. Guck mal, mein Auto ist raus. Das sind andere Abonnenten von mir, die er vorgenommen hat und mein Auto weggemacht hat. Also ich bin schon sehr kulant hier. Ja. Und durch mich muss man jetzt auch sagen, ich unterstütze hier auch durch meine Community. Guck mal, der eine aus Adana gekommen. So viele Menschen sind hier in den. Er sagt zu mir, bestimmt 20 Leute durch meine Community sind hergekommen zu Murat und haben Ambiente machen lassen, Schatz. Aber das, die Ambiente ist auch, also Preis-Leistung, ja. Er macht das auch richtig gut, ne? So. Ja, wie gesagt. Es ist morgens, ich gehe gleich los, gucken wir mal, dass er mal das Lenkrad und vorne die Ambiente fertig hat. Dann bin ich bei Murat erstmal durch. Einmal zu Ahmed nochmal gehen, einmal die Linie da fertig machen, Auto aufräumen, fertig machen, einmal checken und sowas. Ich möchte morgen gerne losfahren. Ich sehe nur an den Grenzen, alles full, ich glaube Reiserückverkehr hat begonnen. Ach, keine Ahnung, aber das reicht dann auch. Also ich bin so wirklich auch, wenn ich hier so 3 Wochen hier bin und meine Projekte so zu Ende gehen, dann bin ich auch am Ende, möchte auch losgehen. Vermisst natürlich auch Deutschland, meine Runde vermissen wir. Aber so der erste Eindruck von meinem Auto, klar, ne, viele haben da auch immer gesagt, so ja, hier ist nicht sein Ding. Ja, leider, man kann nicht den Geschmack von jedem treffen.
Der Golf war natürlich super, der hat jedem gefallen, aber der Buspreise waren jetzt auch nicht super günstig hier, wenn ihr überlegt, ich habe da 3,2 oder was für den Innenraum bezahlt. Gegen Deutschland ist es günstig, aber auch irgendwie nicht günstig. Ne? Ist ja auch nicht einfach, mal da 8 Millionen in das Auto reinzustecken. Die Felgen habe ich Chrom gemacht, haben auch ein paar gesagt, so, ja, warum Chrom machen? Ja, guck mal, wenn ich ja neue Felgen kaufe, dann muss ich die alten hier entsorgen, weil ich die nicht rüberbringen kann. Dann zahle ich ja nochmal 800.000 Euro für irgendwelche Felgen. Bin ich ja auch wieder mal die alten Felgen verloren, plus neue Felgen gekauft. Klar, wären schon geiler. Aber so habe ich für 300 Euro die Felgen nochmal aufgewertet und man kann die auch abnehmen. In Deutschland gibt es ja Felgen auch genug, was wir machen können. War irgendwie auch eine spontane Reise. Ihr wisst es, der T5 kam einfach dazu. Ich wollte mit dem Jaguar fahren, aber der Jaguar, es wäre zu heiß. Wir haben ja 38, 40 Grad gehabt die ersten Tage. Das wäre jetzt wirklich zu viel, das hätten wir wirklich nicht geschafft. Aber jetzt im 1,5 Monat geht es wieder los. Bin ich wieder hier, da sind die Temperaturen besser. Aber jetzt haben wir mal ein bisschen schönen Meerestag gemacht, ein bisschen schwimmen. Und ganz, ganz wichtig ist, warum ich auch öfter hier bin, wegen meinen Eltern. Ich mag das einfach. Ich kann auch woanders bleiben, Antalya, Didim oder irgendwo. Aber hier ist meine Heimat, hier sind meine Eltern. Abends sitzen wir zusammen, wir gehen was, unternehmen was, gehen mit denen schwimmen, gehen in den Berghaus mit denen. Also ich kombiniere das natürlich auch sehr gut mit meinen Eltern, dass es auch so zusammen richtig passt. Und da bin ich auch natürlich froh, dass ich die Unterstützung habe von den Kindern. Und wenn die Kinder mal ein paar Wochen allein in der Werkstatt sind, ist es nicht so, dass sie mir irgendwie meinen Lebensunterhalt damit erwirtschaften. Ein paar haben reingeschrieben, hey, Mehmet, lässt die Kinder arbeiten und du gibst das Geld aus. Hey, Freunde, ich habe das alles selber aufgebaut. Ich habe die Firma aufgebaut, YouTube aufgebaut, Pensionatur jetzt organisiert. Das sind ja auch Einnahmenquellen, die wir machen. Und wenn ich Mitarbeiter hätte, die hätten auch ja gearbeitet. Also, ich bin der Chef von dem Laden und die Kinder ernähren mich jetzt nicht. Im Gegenteil, Ding ist richtig gut. Ich habe die Kummer jetzt für 10 Tage hier einfliegen lassen, damit sie auch mal ein paar schöne Tage hier haben können. Wir sind eine Familie. Wir teilen in dem Sinne, die kriegen natürlich alles von mir, was sie so wollen, aber nicht umsonst, die müssen auch was dafür tun. Ist so, ne? Nichts im Leben, ja, Geschenk, aber doch, den Kindern, die schenken mir schon was, ne? Bisschen traurig gewesen, dass die Tochter nicht mitgekommen ist. Ich habe mich nochmal gefreut, dass Lara mit dabei wäre und auch mal hier mal ein paar schöne Tage mit ihr verbringen können. Aber das will ich mal abholen, nachholen. Auf jeden Fall wollte ich mal so einen kleinen Norwegen-Tour starten. So einen Angeltrip oder sowas. Da will ich meine Tochter und die Familie wieder mitnehmen. Ein paar Tage mal Norwegen. Feiere ich auf jeden Fall. Weg von der Hitze. Ja, genug gelabert. Also heute ist wirklich Countdown. Ich gehe gleich zu Murat. Hol mein Auto ab. Gucken wir mal, ob alles nach meiner Zufriedenheit ist. Einmal kurz zu Murat gehen. Da nochmal zu Ahmed, dass er da nochmal den Finish macht. Einmal sauber macht. Alles durchchecken und die Übergabe machen und sein Geld bezahlen. Jo, Freunde, dann sag mal, in 1-2 Tagen geht's los. Also späten Sonntag will ich ja losfahren. Grenzen sind übervoll, übervoll. Ich muss gucken, welche Grenze ich nehme. Danke, dass ihr mich in dieser Reise begleitet habt. Und dass der Bus jetzt nicht jedem gefällt, ist nur mal so. Es muss jetzt auch nicht jedem gefallen. Ich finde, ist lustig, ist schön geworden. Ist mal so ein bisschen Feature reingekommen. Mit dem Himmel feiere ich auf jeden Fall mal auf ganz, ganz was anderes. Und ach, ist leider so. Da kann ich auch nichts dazu sagen. Ne? Liebe Freunde, ich unterhalte euch. Das ist auch wichtig. Ich denke, ihr werdet unterhalten. Und dann heißt das, sehen wir uns im nächsten Video mit dem kompletten Finish von dem Auto. Abonnieren, liken nicht vergessen. Bis dann, ciao, ciao.